Was für ein Evangelium an diesem Sonntag, liebe Schwestern und Brüder, da die Überschriften der Zeitungen geradezu wie Schläge auf uns herniedergehen. Nach den USA, nach Irland, jetzt also auch Deutschland. Klerus missbraucht Anvertraute, Jugendliche. Es ist erstaunlich, dass der Gottesdienst noch so gut gefüllt ist. Denn die Zeitungen sagen uns ja, wir müssen uns eigentlich schämen, katholisch zu sein. Und irgendwo muss man das natürlich fast. Welch ein Evangelium, genau in dieser Situation, heute, genau zwischen diesen Überschriften, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Was hören wir im Evangelium? Jesus beruft Menschen. Er spricht sie an. Er gebietet ihnen. Sie tun, was er sagt. Sie gehorchen. Und was geschieht? Aus der Vergeblichkeit des eigenen Mühens wird plötzlich großer Überfluss. Aus unverdienter Gnade, die man sich gar nicht selber erarbeiten könnte. So weit, so gut. Eine der schönen Geschichten des Evangeliums, wo ein Wunder geschieht. Toll. Aber dann gibt es eine erste Bruchstelle in diesem Evangelium. Genau nach dieser Erfahrung tritt Simon vor Jesus und sagt, nicht, das ist ja alles viel zu schön, um wahr zu sein. Großartig ist das hier. Mehr davon. Nein, er sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Herr, geh weg von mir, im Blick auf dein Geschenk, im Blick auf dein Gutsein, im Blick auf dich kann ich von mir nichts anderes sagen, von meinem Leben, von dem, was ich denke, wie ich mich verhalte, was ich tue. Im Blick auf das, geh weg, ich bin ein Sünder. Und dann die zweite Bruchstelle des Evangeliums, wo wieder etwas Unerwartetes geschieht. Jesus sagt ja nicht, ah ja stimmt, gut, dass du es nochmal sagst, hab mich halt verguckt, ich nehme einen anderen. Sondern er beruft genau den und sagt, hab keine Angst, komm, fürchte dich nicht, genau dich will ich und genau dich brauche ich. Welch ein Evangelium, liebe Schwestern und Brüder. Ein Evangelium, das uns wie immer Erkenntnisse aufschließt. Ich habe zumindest für heute einmal drei in diesem Evangelium gefunden. Die erste Erkenntnis ist, Jesus beruft Menschen. Und zwar Menschen wie dich und mich. Und das heißt fehlbare Menschen. Es heißt sündigen Menschen, mit all den Abgründen und Abstürzen, all den Irrwegen und all dem, was wir manchmal so verbocken. Jesus beruft keine Apparatschiks, die vor Perfektion nur so strotzten. Beruft er nicht, kann er nicht brauchen. Solche Menschen gibt es im Neuen Testament nicht, nicht in der Nähe Jesu. Es sind ganz normale, sündige Menschen. Aber damit jetzt an dieser Stelle, weil ich vorhin ja das unter die Überschrift dieser Missbrauchsskandale gestellt habe, damit hier kein Missverständnis entsteht. Ich bin nicht auf der Spur der Rechtfertigung. Für einen solchen Missbrauch, wie er auch hier angezeigt wird, wie möglicherweise noch mehr auftauchen, gibt es keine Rechtfertigung. Und schon gar nicht, wenn Missbrauch durch einen Priester geschieht, der sich auf den beruft, der die Kinder in die Mitte stellt und sie zum Maßstab der Kirche macht. Und dennoch bleibt es dabei, dass Jesus sündige Menschen beruft. Missbrauchsgeschichten, auch die durch die Kirche sind, nicht zu rechtfertigen. Aber im Moment wird der Eindruck ja erweckt, als würde das nur in der Kirche geschehen. Die meisten Missbrauchsgeschichten, liebe Schwestern und Brüder, finden in der eigenen Familie statt. Im eigenen Bekanntenkreis, nicht durch Priester. Auch das wird man in diesen Wochen noch einmal sagen müssen und auch sagen dürfen. Die zweite Erkenntnis dieses Evangeliums.
Dieses Bewusstsein dafür, dass ich sündiger Mensch bin, wird nicht von außen an mich herangetragen. Das wird mir nicht irgendwie anerzogen. Da gibt es keinen, der da steht am See Genezareth mit dem dick geschwollenen Zeigefinger und sagt, hey Simon, bevor ich jetzt hier in dein Boot gehe, das ist ja wohl klar, du bist ein ganz mieser Typ, damit du das weißt. Und das ist mein Geschenk, weil ich so nett bin, steige ich jetzt sogar in dein dreckiges Boot. Das finden wir hier im Evangelium nicht. Sondern es ist der umgekehrte Weg. In der Erfahrung dessen, was Jesus tut und wer Jesus ist, im Blick auf Christus, schult Petrus sein Gewissen und es schlägt ihn. Nach dem Motto, wie kann ich denn so einem überhaupt vor die Augen treten? Nicht von außen herangetragen, sondern aus der inneren Überzeugung gereift. So muss ein Gewissen sein. Und so kann Schuldbewusstsein wachsen. Nicht indem man jemanden in eine Schublade steckt von außen, sondern indem jemand selber reift und sein Gewissen schult. Am Wort Jesu, im Blick auf Christus und auch, das sei auch nicht verschwiegen, schult an der Lehre der Kirche. Dritte Erkenntnis und damit die letzte vielleicht. In diesem Bewusstsein, ein sündiger Mensch zu sein und dann dennoch die Erfahrung zu machen, dass genau so Jesus mich will und meint und ruft und brauchen kann, geschieht ja am Ende dieses Evangeliums etwas Merkwürdiges, indem es dort heißt, sie lassen alles stehen und liegen. Alles, Panta steht da im Griechischen. Alles. Und das heißt in diesem Fall, wenn wir die Apostel konkret in ihrer Geschichte anschauen, Frau und Kinder, Besitz, Handwerk, Mitarbeiter, alles, was man sich vorstellen kann. Alles, was das bisherige Leben ausmacht. Panta, alles. Im Blick auf Christus in dieser Erfahrung, im geschulten Gewissen, dass ich ein sündiger Mensch bin und es wahrscheinlich ein Leben lang bleibe. Und dem, dass Jesus mich trotzdem noch will und braucht und meint, kann ich alles lassen. Und damit sind wir an einem Punkt, wo wir auch nochmal, wenn wir schon dieses große Thema haben, über den Zölibat reden müssen. Der wird ja im Moment sturmreif geschossen. Es gibt ja keine Gelegenheit, wo nicht, ich höre nicht sehr viele Radiosender, aber den Deutschlandfunk, da wird zumindest, das ist ja noch ein breit aufgestellter Funk, nicht unbedingt ganz tendenziös, keine Gelegenheit wird da ausgelassen, auch in anderen Medien, die eher als konservativ gelten, zu sagen, schafft den doch ab, dann habt ihr alle Probleme gelöst. Das ist in gewisser Weise auch unlogisch. Wir schaffen den Zölibat ab und dann werden keine Kinder mehr missbraucht. Das ist, ich sehe die Brücke nicht ganz, also vielleicht bin ich zu blöd dazu. Das Zweite, der Zölibat ist sozusagen der letzte Rest, nachdem wir schon von der Kleidung angefangen, über die Wohnungen, über die Autos, die wir fahren, die Priester vollkommen verbürgerlicht hat. Darin besteht ja gar kein Zweifel. Der Zölibat ist der letzte Rest, der sich dieser Einbürgerlichung entzieht. Schauen Sie an, was wir für Autos fahren, wie wir wohnen, was wir essen, wie wir leben. Ich nehme mich da nicht aus. Und genau diese Blamierraupe muss auch über den Zölibat noch fahren, damit dieser letzte Rest, der in etwas anderes verweist als in angepasste Verhältnisse, damit das wegfällt. Aber genau das darf meiner Meinung nach jetzt in der lateinischen Tradition, die den Zölibat kennt und seit Jahrhunderten bewahrt und lebt, das tun ja die meisten, nicht geschehen. Ich wundere mich immer darüber, wer die Abschaffung des Zölibates fordert. Am lautesten schreien die, die ihn erstens nicht halten müssen oder zweitens, die es versprochen haben, aber es nicht tun. Die große Masse der Priester, liebe Schwestern und Brüder, die den Zölibat inmitten der Kirche vor dem Bischof versprochen hat, hält ihn ja. Und von denen höre ich nichts, dass sie ihn abgeschafft wissen wollen. Warum haben die keine Stimme, keine Lobby in den Medien? Vielleicht ist es gut. Aber es gibt sie. Diese Wurzelung im Absoluten, die der Zölibat in sich trägt, und zwar nicht, wie uns immer eingeredet wird, eine willkürliche Regelung der Kirche aus dem 11. Jahrhundert, sondern von Anfang an. Sie wurzelt hier in diesem Evangelium. Die Erfahrung, dass ich selber Sünder bin, aber Christus mich braucht
und mich meint und mich ruft, dass ich Menschen fange für ihn. Wenn ich diese Erfahrung mache, wir nennen das groß Berufung. Das ist gar kein so spektakulärer Akt, wie man sich das vielleicht vorstellt, wie es ja auch für andere Verhältnisse Berufungen gibt. Es ist ein Prozess der Reifung, etwa um den Zölibat leben zu können. Man muss es lernen, man muss es erlernen. Wir tun immer so, auch in den Priesterseminarien, als hätte man das irgendwie mal als Kind an sich entdeckt und dann bewahrt man das wie so ein kleines Schatzkästchen und dann guckt man, dass im Laufe der Jahre nicht schmutzig wird. Es ist genauso eine Berufung, wie Sie verschiedentlich zur Ehe berufen sind oder dazu, alleine in dieser Welt zu leben, ohne jetzt näherhin einen geistlichen Beruf zu haben, aber als getaufter Christ oder Christin. Alle diese Berufungen setzen eine Reife voraus, einen Umgang, und zwar einen kritischen, mit sich selbst und anderen. Und das ist, wir würden das vielleicht heute so beschreiben, ein Spiel oder eine Einübung in Nähe und Distanz. Die Väter nannten das Kampf. Eine Auseinandersetzung mit sich selber, den eigenen Gefühlen, manchmal der Abgründigkeit an Gedanken, mit dem, was uns emotional mitgegeben ist, mit dem, was wir an Fantasie in uns tragen, was sich nicht immer leicht abschalten lässt. Das ist ein Kampf. Und zugleich ist es, wenn man dieser Berufung folgt und zumindest versucht, daran zu tasten, alles zu lassen oder immer wieder noch eins mehr zu lassen, etwas Wunderschönes. Aber genau darüber müssen wir sprechen. Berufung zum Zölibat setzt nicht weniger Reife voraus als Berufung zur Ehe. Und wir müssen uns fragen, warum beides so oft in unserer Gesellschaft scheitert, das eine wie das andere. Warum die Kraft fehlt, es durchzuhalten, warum man keine Kraft zur Treue hat, im einen wie im anderen Fall. Ist das so unterschiedlich? Petrus erfährt sich vor Christus und im Blick auf ihn als Sünder. Aber Jesus schickt ihn nicht weg, sondern braucht ihn. Das ist die Berufungsgeschichte dieses Evangeliums. Was für ein Evangelium und wie aktuell es ist. Ich fand heute ein Wort in einem Interview von Pater Mertes, der am Canisius-Kolleg in Berlin die Verantwortung dafür trägt, dass diese Missbrauchsgeschichten aufgeklärt werden. Da wird Verschiedenes gefragt, was man jetzt alles tun soll. Er plädiert übrigens nicht für die Abschaffung des Zölibates, aber er sagt ein interessantes Wort, das scheinbar auch, und nicht nur scheinbar, auch aus der Mitte des Evangeliums kommt, aber das uns vielleicht zunächst fremd vorkommt. Gerade der Mann, der dafür gesorgt hat und dafür sorgt, dass den Opfern, den Geschädigten, den inzwischen erwachsen gewordenen Gerechtigkeit widerfährt, die ja teilweise gar keine Öffentlichkeit wollten. Er sagt auf die Frage, ob sich jetzt nun der Orden irgendwie noch reformieren müsse. Und er macht darauf aufmerksam, dass gerade die Jesuiten sich nach dem Zweiten Vatikan wie kaum ein anderer Orden reformiert hat. Er sagt, natürlich ist das ein Einschnitt in der Geschichte des Jesuitenordens in Deutschland. Und man muss bedenken, was das für die Beziehung der Mitbrüder untereinander heißt. Und dann sagt er, ich werde mich nicht mit Fingerzeigen von meinem Mitbruder distanzieren, auch wenn er Täter geworden ist. Die Taten sind verabscheuungswürdig, aber es ist mein Bruder. Ich stehe neben ihm, er gehört zu mir.